Was glaubst du da? Hast du ein Kennzeichen in der Hand? So, wir hatten keinen Bock mehr mit dem alten Scheiß. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute habe ich mal Beifahrer dabei. Den da und den da. Ja, nicht gerade sehr unwertvolle Beifahrer, ne? Zum einen. Na, ein Schnapper. Ich meine, mittlerweile ist diese Lasertechnik auch billiger geworden, ne? Aber so ein Schnapper ist das nicht. Und zum anderen ist es ja auch einfach von der Arbeitsqualität her und von der Arbeitserleichterung her einfach genial, ne? Wenn du da irgendwelche Höhen mitmachen willst oder so, stellst du dir deinen Laser auf und dann kannst du das ausmessen. Ne? Da bin ich schon ganz froh drüber, dass ich das damals mal kaufen konnte. Und ja, jetzt haben wir da unten, steht schon ein Trecker mit Anhänger, mit KG-Rohre drauf. Und um da die Höhe anzupassen, werden wir, denke ich, mal den Laser aufstellen. Und dann werden wir mal gucken, was wir draus machen. Ne? Ja, schauen wir mal. Hier ist wieder alles in Gange, ne? Auf dem 18 Tonner liegen die KG-Rohre. Hier sieht man die Tonrohre. Ja, sind so Zeitzeugen. Aber das Problem ist, dieser gelbe Brand. Also das ist, wenn die so ein bisschen dunkler werden, ne, dann sind die einfach stabiler. Da sieht man hier kein Riss, nichts. Ne? Warum auch immer, das ist so ein Zwitter irgendwie von der Farbe her. Aber hier sieht man diese Rohre, die werden irgendwann platt. Ne? Das ist dieser gelbe Brand. Der gelbe Brand, ja. Den haben sie ja seinerzeit mal hier gemacht oder wo auch immer die Rohre herkommen. Und der ist nicht so hochwertig. Ne? Kann man hier die Reihe lang gehen. Immer wenn du ein dunkles findest, hält das. Ne? Wir haben das jetzt aufgenommen. Wollen das dann jetzt mit KG-Rohr verlegen. Ups. Und hier, ne, das hat gelaufen. Hier sieht man auch schön sauber. Wunderbar. Den haben wir ja gespült. Die schließen wir dann einfach an. Ne? Da werden wir auch hier wie so ein Specht. So ein Loch da rein buddeln, da hätte ich mal gesagt, Loch da rein bohren und fertig. Ne? Ich habe mir denn dafür die Messgeschichte ja mitgenommen und dann kann man sich jetzt hier die Höhe holen. Das ist jetzt genau die Höhe, die wir hier haben. Und wir müssen ja, wenn ich jetzt hier meinetwegen da unten daneben komme, bin ich ja tiefer, dann meckert er, ne? Ich muss höher, höher, höher. Da, da ist er. Ich habe mir jetzt einfach mal erstmal die Unterkante von dem genommen, sozusagen. Also von dem Rohr, das ja quasi das wäre. Und dann können wir hier weiter lang gehen, weil wir der Meinung sind, wenn man hier so guckt, das kann man schlecht sehen. Hör mal auf zu piepen, Freundchen. Aber das macht da so Berg und Tal. Ne? Das wollen wir natürlich jetzt nicht. Jetzt soll das ein bisschen besser werden. Man will ja besser werden, ne? So, und diese Rohre haben natürlich nicht so viel Auflage. Du hast ja, es trägt dann in dem Moment ja ein, so ein Rohr. Kein Zölligen dabei, ne? Ah! Es ist hier von hier unten. Wir sind zu weit von der Straße weg. Schön! Hallo, Fett GT. Restauration BW. Ja, alles zu weit weg. Die haben halt durch die Länge ja nicht so viel Auflage und deswegen sind die dann natürlich auch so ein bisschen hier drin versackt. Ne? Wenn du jetzt die ganze Geschichte, wenn wir jetzt Rohre nehmen, 2 Meter Enden, 5 Meter Enden, hast du ja eine ganz andere Auflage. Ne? Und dann liegt das auch besser. Und dann boah, soll das eigentlich ordentlich ein paar Jahrzehnte halten. Ne? So die Hoffnung. Die Hoffnung stirbt ja, wie gesagt, immer zuletzt. Ne? Gut, wir gucken mal. Wir brauchen noch ein bisschen Flutschi. Das wird gerade geholt und dann so, Rohr an Rohr, Rohr in Rohr und dann wird's, ne? Ja, Bereifungswechsel, ne? Die Dinger weg. Erste Schicht auf der Arbeit, zweite Schicht beim Nachbarn. Oh, leicht klamm. Na egal, trocknet wohl wieder durch. Und dritte Schicht machen wir jetzt hier zu Hause, ne? Ist schon dunkel geworden oder ist da fast dunkel?
Und dann werden wir jetzt den Ladewagen von links nach rechts verschieben, den Rollbahnwagen hinter den Neuner hängen. Es könnte nämlich zu einem Spontaneinsatz kommen. Ich hatte heute zumindest schon mal einen Vorwarnungsanruf. Ah! Genau. Und da wollen wir gewappnet sein, dass der Neuner und der Rollbahnwagen schon mal zusammengehängt da fertig stehen. Und dann gucken wir mal. Ne? Das ist so jetzt letzte Tagesziel. Ne? Wir schauen mal. Katharina und der Hund. Zack, die sind im Stall. Wenn ich das so richtig interpretiere, zumindest ist hier keiner. 20 Uhr. So, Mittag wäre nicht schlecht gewesen irgendwann mal. Aber das gibt es vielleicht ja auch noch irgendwann. Wir lassen uns da mal ganz spontan überraschen. Erste Gerät haben wir hintergebaut. Dann hoffe ich, dass das da in die Lücke passt, wie ich mir das so gedacht habe. Ne? Wir schauen mal. So ein bisschen genuschelt, ne? Da muss ich ja den Trecker. Da musst du da erstmal hier in die Lücke. Darf ja nicht draußen stehen. Mann, 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 Mann. So, dafür ist der Rollbahnwagen ab. Und dann dieser Trecker davor, ne? Wieso hast du denn vergessen, das Gewicht da einzuhaken? Das ist nicht mein Trigger. Ja, aber das mache ich morgen. Das fahre ich mit dem Gabelstapler, weil da komme ich jetzt nicht mehr angefahren. Morgen noch Monitor festmachen. Achso, jetzt ist der Trecker aus. Jetzt ist der Trecker aus. Dann kann ich, halt mal bitte, den drucklosen Rücklauf noch drauf machen. Das hatte ich noch nicht. So ein druckloser Rücklauf. Hat ja Gegendruck, wenn der Trecker an ist, deswegen muss der ja mal aus. So, dann haben wir aber alles verbunden. Oben den Monitor noch ein bisschen sauber machen. Hier und da mit der Fettpresse nochmal rum. Gewicht einhaken und Radmutter noch nachziehen. Das habe ich noch nicht gemacht. Radmutter nachziehen habe ich noch nicht gemacht. Und dann sind wir soweit aber startklar. Nee, stimmt auch nicht. Quietschi! So, die komischen Geräusche vom Hund sind geklärt. Er hing unter dem Zaun und der Ball war auf der anderen Seite. Meine Herren. Ja, inzwischen habe ich aber schnell den Zylon noch reingefahren. Der steht jetzt auch drin. Achso, und ich hatte noch, wollte noch das... Ich hatte ja provisorisch das Funkgerät von diesem Trecker da reingebaut. Also quasi vom 926 das Funkgerät in den 818 reingebaut. Und das Funkgerät muss hier noch rauf. So, und dann habe ich es aber, glaube ich, soweit. Und dann morgen früh vor der Arbeit, ich nehme mal die Kamera mit ins Auto, dann machen wir mal eine kleine Überraschung für euch alle. Und täglich grüßt das Murmeltier, ne? Die Farbe der Früchte hat sich geändert. Der Geschmack ist aber süßlich gleich geblieben, ne? Die Menge wäre eigentlich so, man müsste Pflaumenschnaps machen, aber mein Gott, was müsste man nicht alles machen, ne? Auf jeden Fall so ein kleiner Nachtisch. Wir sind wieder auf dem Weg unten zur Baustelle. Da haben wir auch noch ein paar Tage zu tun. Nach Feierabend ist halt immer nicht so viel Zeit, ne? Und zu zweit ist halt einfach besser. Muss man fairerweise sagen. So, wir schauen mal. Wir machen mal. Und zu Hause gibt es ja auch wieder was zu tun. Immer weiter. Ist das noch zu erzählen? Irgendwas Spannendes fällt mir erstmal nicht ein. Doch, zeige ich euch aber nachher zu Hause. Ich habe es ja heute Morgen nicht geschafft. Ich wollte ja heute Morgen. Aber es hat sich geändert. Katharina hat für mich die Aufgabe erledigt. Ne? Und danken mir hier nochmal für. So, da hinten angefangen. Bis da haben wir. Bis da wollen wir.
Aber alles, was wir an Rohren hatten, haben wir aufgebraucht. Und hier ist der Wechsel zwischen Raps und dahinter ja Weizen. Da kommt der Gerste hin und hier Weizen. Und bis der Weizen in die Erde kommt, haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Ne? Bis dahin sind ja vielleicht auch Rohre aufgetaucht. Besuch haben wir auch noch hier von Hüpfi. Und Hüpfis Chefin. Ne? Aber es wurde jetzt auch frisch, obwohl es 16 Grad gar nicht frisch ist. Ne? Aber so leichter Wind. Naja. Wir trudeln zurück. Da vorne der Rohrtransporter. Und ja, mal gucken. Ich denke mal morgen weiter. Ne? Jetzt machen wir erstmal zu Hause noch ein bisschen was. Meine Herren, heute Abend muss ich mir erstmal noch mal eine Jacke anziehen. Das ist frisch geworden draußen. Wenn man so die ganze Zeit mit dem Handradbagger zugange war, dann geht das, ne? Was glaubst du da? Hast du ein Kennzeichen in der Hand? Zeig mal. Musst du anbringen? Mhm. Schwarze Kennzeichen haben wir doch gar nicht. Guck mal hier, wir fahren immer grün. Nein. Der Bagger, vielleicht irgendwann der neue Radlader oder wie auch immer. Der Anhänger braucht jedenfalls ein Kennzeichen. Genau, unser Vlemmix Bagger-Trailer, der eine hat UHAS 270, weil das ein 2,7 Tonner ist. Und 270 war beim letzten Mal frei, dieses Mal 2700. Dachte ich, das bietet sich an. Und deswegen, wir waren hier beim Zulassungsservice-Tag. Oder wir haben einen Zulassungsservice beauftragt und der hat hier uns schön den Bagger-Trailer angemeldet. Dann haben wir das nämlich auch, ne? Und dann muss der eingetragen werden hier. 9/2024 muss der hier auf unsere Liste. Haha, die muss ich verlängern. Ich wollte gerade sagen, damit wir da, neue machen. Dann muss ich die neue machen, damit wir da eintragen können, wann der zum TÜV muss, damit wir das nicht verpennen, ne? Sehr cool. So, ich muss Funkgerät einbauen und was wollte ich noch? Ach so, Kleinigkeiten machen, ne? Wir müssen noch die Radschrauben nachziehen und hast du nicht gesehen, ne? Kann man glaube ich nicht hören, aber draußen nuschelt das erstmal wieder. Mann. Haben wir immer Glück, ne? Jedes Mal, wenn wir mit dem Spaten im Graben stehen, ist es trocken. So, mein Provisorium, das war ja schon immer so, ne? So ein Provisorium, das geht ja erstmal ewig. Muss jetzt ins zweite Jahr gehen. Wie heißt denn das? Die Halterung wird kommen, da bin ich mir sicher. Aber nicht heute und nicht morgen. So, deswegen machen wir erstmal wieder provisorisch unser Betriebsfunkgerät wieder rein. Ich hatte das ja kurzzeitig gemacht, 18, weil ich dachte, dass da irgendwas verkehrt ist. Aber ich habe festgestellt, im 818 ist alles in Ordnung. Das Funkgerät können wir da auch genauso wieder einbauen. Gar kein Problem. Das haut alles hin. Und dann kann dies hier für die Maisernte wieder ihren Dienst verrichten hier drinne. Vorteil ist ja auch, wenn man so ein Ding hat, da kannst du ja auch ein bisschen weiter mit funken als mit dem, was da noch hängt. Da müssen wir auch noch bei. Ich habe Hoffnung, dass ich irgendwann mal einen hellen Tag nochmal zur Verfügung habe, um so Sachen zu machen. Aber es ist immer schwierig, ne? Es ist, wenn du das nicht gleich fertig machst, aber das ist oftmals, es fehlt einfach die Zeit, ne? Naja, was soll's. So, das schraube ich jetzt fest. Geht mit deiner Hand anscheinend ja nicht, wie ich das hier gerade wieder feststellen muss. So gar nicht. Doch, jetzt schnebelt da was. Und dann nehmen wir den ab. Der gehört nämlich noch zum Ladewagen hier. Und dann kommt der daran gebauzelt. So, und dann sind wir das schon mal. Zumindest in der Hinsicht schon mal gut. Ich würde ja die gerne nochmal wieder aktivieren. Da ist mir vorne da ein Kabel abgerissen. Das ist ja meine nach links und rechts Guckkamera, beziehungsweise nur nach links. Oh, müssen wir auch nochmal bei. Ja. 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 Die grobe Kelle haben wir schon mal hin. Ne? Das Funkgerät hängt wieder. Hier können wir unser Handy hinschmeißen. Genau, das andere Funkgerät geht auch erstmal, da müssen wir aber nochmal einmal jetzt, das hoffe ich, dass ich jetzt, ich bin ja immer abends zu Hause, dann habe ich nochmal 2-3 Stunden Zeit, was zu machen, ne? Dass wir das nochmal ein bisschen vernünftig aufgehängt kriegen. Genau, ansonsten, das hängt, der Monitor hängt, das ist alles gut, da muss man ja mal aufpassen, ne? Den darfst du ja nicht zu weit machen, weil da musst du noch in den Spiegel gucken, ne? Das passt aber wunderbar. Der Monitor will gar nicht an. Weiß auch noch nicht. Aber das ist schon so lange her. Ich habe das schon so lange nicht mehr benutzt und ich vermisse das so. Ne? Das ist so praktisch, wenn du da guckst und dann da vorne nach links guckst und hast da 3 Meter Vorsprung. Ne?
Aber das kriegen wir auch noch bei Gelegenheit hin. Es ist, ja, wenn man sich immer neue Trecker kauft, dann ist das halt immer so, immer das bei allen, ne? Aber ansonsten haben wir auch schon mal grob das Material. Ein Luftschlauch finden wir irgendwie noch. Ich habe jetzt erstmal Spiralschlauch, sieht man da so ein bisschen blau genommen. Da habe ich noch einen Spiralschlauch, normalen Luftfilter, Füller, unsere Spezialluftfüller für die Schnellfüller und sowas haben wir dabei. Ach, USB-Kabel, Lampe, Reinigungstücher für Füße und Finger, hätte ich mal gesagt, für Finger. Katharinas Sitzkissen, Werkzeugkiste, einen kleinen Knarrenkasten, Klebeband, Tape. Da sitzt der Gurt zum Rausziehen, muss man auch mal dabei haben. Und bin ich der Meinung, müsste ich eigentlich so ziemlich alles haben. Weiß nicht. Naja, das, alles andere ist klar. Ne? Jede Menge Kabelquetschis und ach, ich habe so viele Sachen an Bord. Unten in der Kiste sind jede Menge Schrauben und Hohlspannstifte und hast du nicht gesehen. Ne? Ja, soweit ist das alles gut. Ich guck noch mal. Aber wenn ich dann, soweit bin ich dann erstmal ganz gut. Ich würde gerne noch Licht im Wagen machen. Aber mal gucken, vielleicht mache ich das morgen. Licht im Wagen. Was haben wir denn jetzt? Ne, jetzt nicht mehr. Licht im Wagen. Und was hatte ich denn noch? Ach so, ich bin noch nicht mit der Fettpresse rum. Das könnte ich jetzt noch machen. Ich bin ja eh eingesaut. Das machen wir jetzt noch. Irgendwann, wenn ich mal groß bin, ne, dann will ich das alles mal so machen, dass ich das alles mal im Hellen immer mache. Dieses im Dunkeln immer, ne? Meine Herren. Also, wem es nicht aufgefallen ist, ich habe beim Abschmieren in der Regel immer einen Lappen dabei. Ne? Wenn du keinen Lappen dabei hast, den Schmierenöl machen wir natürlich immer sauber. Ne? Dann wischst du einmal oben über den Schmierenöl, hast du ein bisschen Fett am Finger, wischst du weg. Ne? Nicht in die Hose, gibt immer Ärger mit der Frau. Und dann ist das gut. Ne? Nichtsdestotrotz hast du trotzdem schmierige Finger, auch wenn du einen Lappen dabei hast. Dann hast du mal ein bisschen mehr, das wischst du in den Lappen rein und du holst ja nicht alle drei Schmierenöl neuen Lappen. Ne? Deswegen, also wie gesagt, ich bin der Freund von denen und diesen hier. Wen das interessiert übrigens, Einhaltfettpresse. Ich weiß gar nicht, ob die glaube ich nicht, aber die Einhaltfettpresse habe ich unterm Video verlinkt für euch, könnt ihr euch angucken. Finde ich persönlich, ne, hier kannst du reingucken, siehst du, oh, so viel ist noch drin. Hast den, kannst mit dem anderen den festhalten hier. Kommt da gerade von unten ein Monster, ein schwarzes. Hallo, schwarzes Monster. Müsst auch mit abspielen. Deswegen, wie gesagt, ich habe schon jetzt das eine oder andere ausprobiert. Irgendwie komme ich immer wieder zur Einhandfettpresse. Ein bisschen altmodisch darf ich auch sein. So, ich muss hier noch ein bisschen abschmieren. Und dann war's das für heute. So, wir hatten keinen Bock mehr mit dem alten Scheiß. Jetzt haben wir nur noch neue geile Sachen. Hast du einen neuen gekauft? Einmal neu bitte, ne? Müsste ich heute Abend bestimmt wieder abgeben. Vielleicht darf ich morgen noch. Wer weiß das schon so genau. Aber hier, der ist auch schon mal im Video zu sehen, ne? Beim Miststreuen. 2019. Der riecht komisch. Gülle. Er wird auch mal zum Güllefahren missbraucht. Fendt 826. Was ist das überhaupt für eine Generation? S4? Vielleicht S4. Ich sag mal, es ist S4. Frontlader. Hier Quicke sonst, ne? Sieht schon monströs aus, dieses Saar. Ja, man hat auch da so einen Bullenfänger, werden wir nachher noch sehen. Der guckt da immer schön an. Und dann, wir wollen ja auch mal gucken hier. Rote Ladewagen gibt es ja auch in anderen Farben, ne? Quatsch, in anderen Marken. Jumbo 6610 Kombiline. Vom Pöttinger. Vom Pöttinger. Schön mit 800er Reifens. Abdecksystem. Ja. Abdecksysteme müssen wir uns auch noch mal drum kümmern. Da müssen wir auch irgendwie noch mal bei. Ja, ich glaube, ich denke. Ach, guck mal hier. Ne? Was so ein Eschiralona ist, der nimmt sich so ein Stück Eisen, macht das dazwischen und die Dinger, weil die Bleche bestimmt auch schon kaputt sind. Ne? Ja. Kann alles mal passieren. So sieht das dann nämlich aus. Auf jeden Fall ist das hier, dann kann man das auch mal sehen. Ne? Hier ist das jetzt quasi die hochgeklappte Variante. Dann hast du das, soll das eigentlich passen. Ne? Ich sag mal, für um die Kurve rum und so, das ist immer schwierig. Ne? Wenn du auf ein Silo so hoch fährst,
Dann kann das Hochmachen vielleicht manchmal auch noch nicht reichen, aber in der Regel reicht's. Ne? Ja. Ich glaube, der Ladewagen hat heute Maispremiere, also 2022er Maispremiere. Sonst war da nur Gras drauf. Dieses Gespann haben wir ja auch gesehen. Ich weiß nicht, vor 15 Videos oder so sind wir ja zusammen mit dem Gespann unterwegs gewesen, Gras fahren. Ne? Ja, nun darf ich da mal drauf sitzen. Und wir müssen nicht weit weg, wir häckseln hier im Dorf. Ne? Kommt ihr uns ja besuchen. Machen wir. Wenn wir warten, bis der Maishäcksler durchs Dorf fährt, habe ich hier noch so ein Teil. Das fehlt da. Und ist sogar so schlimm, man kriegt es gar nicht auf. Aber ich habe hier extra so ein Frontscheibenaufpatent. Dann geht's, ne? Ja, neulich irgendwie irgendwann mal verloren. Ich werde mal die beiden Schrauben abmachen und dann kommen wir, denke ich, mal weiter. Ja, was erwartet uns von drin? Nicht viel, ne? Abenzel. Das kommt von oben. Ach nee, ist Quatsch. Dieser zieht dann, dieser wirkt ja nach oben. Entschuldigung, das Benzel ist ja dafür. Jetzt ist die Frage, wie macht man alles gleichzeitig, ne? Es wird darauf hinauslaufen, dass man wohl die Mutter da abdrehen muss, weil an den Kreuzschlitz, hier komme ich ja nicht ran, weil hier ist ja das Teil im Weg. Das ist mit dem Schlitz fest. Mit einer Feder, da wollte ich gar nicht, nee, Schlitz nicht, sondern da ist so eine Federtechnik, da will ich gar nicht erst bei. Gibt also nur zwei Alternativen. Entweder man, weil unten ist der Griff ja jetzt auch schon lose, weil die eine Schraube, die hier unten, die ging also auch da durch, bis nach hinten, ne? Genau, ich werde also, weil es nicht anders geht, die Überwurfgeschichte da lösen. So sieht übrigens das Innenleben aus. Habe ich einen Schlüssel? Ja, hier. So sieht übrigens ein Innenleben aus von so einem Schloss. Wenn du da jetzt reingehst, auf dieser Seite jetzt, da verschwinden die Bärte. Seht ihr das? Zack, die weg. Und auf dieser Seite, ja, da sieht es ein bisschen anders aus. Ne? Also da ist, kann man auch reingucken. Aber wie gesagt, das hier sind die Bärte. Und dann kann man hier drehen. Und entweder man dreht ins Lose, weil nichts da ist. Oder, hier rum ist es überhaupt. So kann ich ja aufmachen. Einmal drehen, zack, wieder aufmachen. Jo. Sehr vorbildlich. So, das muss jetzt wieder zu einer Einheit zusammen. Schraube, Scheibe, Schraubensicherung, Feder. Im Grunde genommen kann es nicht wild sein. Abschrauben. Da drückt schon die Feder. Zack. Neue Feder rein. Obwohl, nee. Hätte beinahe gesagt, die alte Feder. Ich muss noch einmal gucken. Hier ist so eine, du hast quasi da den Sechskant. Und so ist schief, so ist verkehrt also. So wäre gerade, ne? So würde es gehen. Dann kann man da jetzt einen Schlüssel rein. Kann hier drehen. Sehr gut. So, so muss er rein. Dann kann da vorher die Feder. Dann der hinterher. Scheibe, Schraube mit Schraubensicherung, festziehen, zack. Diese Schraube hier hinten drückt ja da drauf, ne, auf den Mechanismus mit dem Seilzug, haben wir ja gesehen. Wenn ich hier jetzt schließe, einmal geschlossen, kann ich den Knopf nicht mehr drücken, ne. Wieder schließen, kann ich ihn drücken. Hier ist das im Endeffekt ja dann nichts Besonderes. Einmal den reinmachen, dann die Scheibe. Dadurch, dass es alles auf Federkraft belastet ist, hier ist es ein bisschen anstrengend, aber egal. Dann kommt hier einmal die
Mutter wieder über zu. Festziehen, die drei Schrauben von der Verkleidung auch festziehen. Dann sollte das eigentlich wieder funktionieren, ne? Zack. Schier begeistert. Schlüsselfunktion. Gegeben, ne? Nichts zerdrücken. Sehr gut. Jetzt kann die Frontscheibe auch wieder zu. Jetzt kriegt man die Tür ja auch wieder auf. Da muss man auch nicht durch die Beifahrerseite einsteigen. Nennt man das beim Trecker eigentlich Beifahrerseite? Die Beifahrerseite ist ja eigentlich hier, ne? Hm. So, okay. Hier beim Pöttinger. Ich glaube, ja, F1. Achse ist auf, das ist auch gut. Dann können wir hier langsam mal vom Hof rollen, ne? Schauen wir mal, was davon wird. So, Klappe runter. Das geht ja bei so einem Jumbo-Kombi-Line immer richtig gut. Dann stellst du dir das so aus Maß ein. Zack, dass du da zwischendurch gucken kannst. Und dann passt es, ne? Da ist 920. Erste Generation Vario. Kennen wir schon aus den Videos. Da, wo ich an der Wendeschaltung rumgefummelt habe. Kaweco Radium 50 dahinter und der Hagger Jaguar 950. Wir ja wie gesagt mit dem 826 Vario und dem Pöttinger unterwegs. Und dann haben wir noch zwei Gespanne, ne? Vier Gespanne. Geht auch gerade so auf. Also ein Gespann weniger und die Kiste steht, ne? Oh, fein Rauchzeichen. Ja, wir haben da vorhin, ich dachte, ich muss, also nur ein Gespann muss mit, aber dann sollten beide mit und dann war die Entscheidung 29 fahren oder diesen. Da habe ich mir gedacht, will ich mal diesen fahren, obwohl den 29, naja, ich glaube, oh, vielleicht morgen, ach, wir sehen das. Dies hier ist natürlich auch Luxusvariante, ne? Schön mit dem Bullenfänger, kann mich noch mal festhalten, wenn das ein bisschen wackelt, ne? Was willst du mehr? Ja. Ja, Klaas Jaguar 59 mit einem Camper 360 Plus davor. Besonderheit hier, 45 cm Reihenabstand. Bedingt durch die Tempo, ne? Genau, wir kennen ja 50er Reihe und 75, aber 45 ist dann nochmal wieder eine andere Nummer, ne? Ja. Es ist ja so, es ist ja rein theoretisch, ist ja egal, du hast quasi... Die sind dichter zusammen, aber dafür stehen sie in der Reihe weiter auseinander, ne? Ja. Und es ist so, wie der Boden ist, ne? Hier ist mal gut, da ist mal gut, da ist mal wieder schlecht. Was heißt schlecht? Der Mais ist dann quasi noch genauso hoch. Also ist schon homogen, aber die Farbe ändert sich, ne? So, die beiden haben fertig. Da übrigens der liebe Taco. Guck gerne mal rein, ich habe es auch auf Insta verlinkt, dass er mich besucht hat. Landwirtschaftsfotografie Schleswig-Holstein auf Instagram und Facebook. Ja, der Gute macht schöne Bilder. Guck da gerne mit rein. So, wir düsen fast wieder los. Wir müssen noch mal kurz neutral, Allrad aus, zweite Stufe, ne? Und dann hier Hebel nach vorne. Muss ich ja auch drücken hier, ne? So. Weil, genau, nix TMS. Die Hunde sind richtig eingeschränkt. Das ist ein scheiß Ding. Ey! Das ist ein Frontlader Renski. Frontladi, nee, Frontradi, Frontladi. Nee, geht ja nicht. Ach, egal. Auf jeden Fall. Ich habe schon vorhin gesagt, kann man sich daran festhalten. Falls es mal wackelig ist. Das sieht so komisch aus. Ach, hier sieht gar nicht komisch aus. Schön ist ja eigentlich bei so einem Ladewagen, ich erwähne das gerne nochmal, ne? Du kannst ja bei so einem Pöttinger, da machst du die Klappe runter, dann kannst du da reingucken. Also, Wahnsinn, ne? Ich meine, bei so einem Hexewagen guckst du auch so rein, ne? Aber... Ich wollte gerade sagen, bei dir ist es doch auch, wenn du das runterfährst, kannst du auch gut gucken. Nee. Da fahre ich ja ein Gitter vor das andere, da habe ich zwei Gitter übereinander, das lohnt sich nicht.
Also da lohnt sich das Runtermachen wirklich nicht. Bei so einem Caveco mache ich das manchmal, aber das hat man früher mal gemacht, das macht man jetzt auch nicht mehr. Da ist man von ab. So, Klappe auf. Wir da ran. Sind hier Schweine drin? Nee, hier sind keine Schweine. Hier neben ist ja so ein Jugenddorf und hier sind, ich glaube, gefühlt wohnen hier bei uns auf die Gemeinde gemünzt mehr Hunde als Menschen in diesem Rentnerdorf. Hier gibt es keine Schweine, das glaube ich. Also hier waren mal Schweine irgendwo da, aber... So, Texas-Wende. So ist ja, also ich finde ja so rum angenehmer, ne? Was sagt ihr denn so? Also, wie das denn so ist? Ich glaube, das ist nur Gewohnheitssache, weil du so auch beim Ackern bist. Du guckst ja immer rechts rum beim Ackern, hätte ich jetzt gedacht. Ja, und man hat ja dann hier seine Bedienelemente, man braucht ja nicht viel. Mal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen schneller. Mehr brauchst du ja nicht. Aber so ist es einfach angenehmer, ne? Generell. Aber da man ja am Stück lang häckselt, also rauf, runter. Zumindest hier mit den Jungs, ne? Wenn ihr mit dem Video mit dem 840 zum Beispiel, da fahren wir mal im Kreis, ne? Da ist der Rüssel immer links. Könnt ihr mal reinschreiben, wie bei euch so die Rüsselhandhabe so ist. Immer links, immer rechts oder immer lang Stück, rauf, runter. Das ist ja generell von jedem Häckslerfahrer anders sozusagen. Wir schauen mal. So ein LT konnte ich nicht aufhalten, der kommt gleich noch. Hallo. Sehe ich eigentlich, dass du das dann nicht fotografieren darfst? Muss ich ja fragen, ob er hier überhaupt nicht berechtigt ist, hat und alles. Sind auch bedankt bei dir, dass du ihn vorbeigelassen hast. Ja, hat sich das auch anders gedacht? Hat er wohl weg oder so? So, Fan 724 mit dem Caveco Radium 255. Neueste und 7. Was ist hier für ein Lärm? 724 mit Fan 1, ne? Ach, das ist der Fan 1. Das ist, also der 7er hat schon Fan 1, ja. Also noch die alte Generation, die man ja auch weiterhin kaufen kann. Aber halt schon mit Fan 1 Bedienkonzept. Und eben so ein Caveco Radium 255 mit 30,5 Zoll Bereifung. Also auch schon, ich glaube, das ist der aktuell neueste, den man kaufen kann. Wenn man einen kauft, dann kriegt man den. Ich hörte davon, die sind ziemlich fix im Abladen. Ich habe das noch nicht gesehen, persönlich noch nicht. Jo, wir schauen mal. Das ist aber ein Mini-Haufen. Es ist noch nicht so viel passiert hier. Hallo? Er ist angefahren. Stück um Stück. Was haben wir denn überhaupt? Glas, hey, und kriegt ja jeder hingesackt. Und das andere ist ja 9. Ich vergesse es jedes Mal. Ich glaube 9,36, ne? 9,38, wenn man nach dem Kennzeichen geht. Guck mal, Herr will so. Aha, ja. Das sind die Zeichen, die wir brauchen. So. Siehst du? E936, hast recht. Ja. Das Kennzeichen passt nicht so ganz. Nein, das sieht nicht. Wenn du 20936 hast, dann kannst du nicht 20 mal 936 als Kennzeichen haben. Es geht einfach nicht. Guck mal, hier läuft der Fotograf wieder rum. So.
Das ist Axel und Katharina, aber der Hund ist nicht mit. Oder? Ja, der Hund ist auch mit. Kaiser heißt er. Ja. Es läuft und läuft und läuft. Achso, du sollst einen Haufen machen. Er möchte gerne hoch. Also der Berg, also so. Einer möchte gerne so, und der nächste möchte gerne so, und er wollte gerne so. Aber der Fan sieht geil aus, ne? Mit dem Licht da vorne dran, so. Sieht böse aus. Ach so, Haar. Julian wollte schon wieder Scheiße reden. Ich dachte schon, die beiden machen gerade Profilfotos für Tinder oder so. Sind sie beide noch zu haben? Nee, ich glaube eher nicht. Mann, ist hier ein Verkehrsaufkommen. Komm, dann machen wir so einen schönen Berg und dann nimmt er da nur so eine kleine Ecke weg. Mann. Das wird schon, ne? Mitten im Stück. Da hat erstmal einer Gas gegeben. Hier hat jemand. Wohnt jemand. Da wohnt jemand. Da hat hier aber einer einen netten Haufen hingelegt, hier mitten in den Mais rein. Mit deinem Kopf durchs Lenkrad kommst. Das ist mein Schnitt. Guten Hunger. Morgen.
sehe ich dich gar nicht. Ich bin ja ein interessanter Maishäcksler-Mensch. Wir sind wegen Maishäckseln hier. Kann man was sehen auf der Kamera? Den Häcksler kann man sehen, den Kowal kann man sehen. Das Häckselbuch kann man sehen. Ja, das. Also wir sind hier noch ein bisschen. Das ist ja zum Glück alles ziemlich entspannt. Auch in der Maisgeschichte dieses Jahr bestimmt. Das geht nicht bis in die Puppen, aber mitten im Dunkeln kann man ja auch noch mal machen. Ne? Und das ist der kleine Trick, der Häckslerfahrer hier, der wird im Dunkeln immer schneller. Keiner weiß genau warum, aber im Dunkeln fängt er immer an schneller zu fahren. Er will wohl nach Hause, ich weiß es nicht genau. Aber es ist immer zu merken. Ich glaube, wir wollen hier rausfahren, das peilt so ein bisschen. Ja, also liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder. Einen wunderschönen guten Morgen an die Maisfreunde. Ich grüße alle und wünsche allen einen schönen Tag. Ein wunderschön. Wo geht's noch los? Tief stechen, weit schmeißen. Wo seid ihr beide? Hier bei Torbenrunde. Ja. Da wo das Dörrschneuloch war. Ja, genau. Von da hinten spielen wir gerade. Hier sieht man, ne? Oh, naja gut, das war ich jetzt mit dem Bagger, aber hier war so ein bisschen zu sehen. Nasse Spur. Und das Spülen ging nicht weiter. Gesucht, gefunden. Alle 13 Meter liegt er ja. Na, und wir haben ja da schon Loch, da. Also man kann es gut nachvollziehen. So. Hier sehen wir. Nicht schön, ne? Ich hätte jetzt aber gedacht, weil mein Spülschlauch, der liegt jetzt da, wenn ich den hier hinlege, kommt der hier an, dachte ich. Aber es ist tatsächlich eine Fahrgasse. Hier ist die Fahrgasse. Man weiß ja immer nicht, wie weit das ist, ne? Es gibt ja so Klopfertechnik, die sagt einem das. So, aber ich hatte ihn hier nachvollzogen. Wir haben da hinten... Bis da geht er, ne? Ja, müssen wir also da nochmal aufmachen. Tausender Zapfälle, volle Pole. Ja, 460. Fängt das hier an zu sprütten. Dann saugen wir da aus dem letzten Kanister, aus dem da. Und dann geht das da hinten vor. Da muss es rauskommen. Mittag sag ich noch, gleich kommt noch 1-2 mm Regen. Puh, muss ich aber schnell laufen. Hier war noch alles auf Richtung Wind, ne? Hier sieht man das mal, wie das damals gelegt wurde, ne? Das sind dann immer. Das ist ein Schacht. Das ist ein Schacht. Und hier zwischen liegen immer unsere Leitungen, die wir jetzt gerade spülen, ne? Puh. Das hier sind immer unsere Leitungen, die wir gerade spülen. Beziehungsweise wir spülen gerade in die Richtung. Ja, und die erste hat 110 Meter. Nee, jetzt hier Quatsch, wir sind hier oben. Die erste, wo wir angefangen haben, 164, 157, dann 100 Meter, 98, 91. Und in der 198er, da stecken wir jetzt gerade drin. Und dann kam der Regen. Puh. So, aber sollen 1-2 mm ist eine so eine Wolkenfront, die zieht da einmal durch und dann ist das wieder gut, ne? Aber puh, laufen. Ich habe vorher ja noch die Lanze da reingesteckt, die Spüllanze.
Und dann fing das an. Ich sag, schnell auf den Trecker. Ich muss zum Bagger. Naja, und hier ist das Loch, wo wir ankommen wollen. Ne? Da. Guten Tag. Mal Lichter machen hier, ne? Weiter geht's an der Arbeitsfront. Ah. An der heimischen Arbeitsfront. Wir werden mal Mulcher anbauen an den Zylon. Und dann sind wir vorbereitet. Da ist noch eine Fläche zu mulchen. Maisstoppel. Und ja, ich guck mal, wie ich das reinkriege. Und dementsprechend soll das Geschirr aber schon mal zusammenstehen. Wenn das fertig ist, dann kann man ja spontan losfahren. Ne? Hier und da kommt immer mal so ein Schauerregen. Heute bei der Drainage auch zweimal. Ne? Hatte ich einmal auch gefilmt, glaube ich, ne? Dass der Regen da kam. Ja, glaube ich. Ja, da haben wir halt quasi in den Kabinen kurzzeitig Pause gemacht und dann ging das weiter. Ne? So, wir werden Maisstoppeln mulchen. Vielleicht sollten wir da uns mal eine Hilfe anbauen. Ne? So. So, die wollte ich ja auch noch vergrößern, verändern, vermachen, vertun. Oh, was du alles wolltest, ne? Hat nichts geklappt. Aber mach nichts. Die kommt hier jetzt rein. Das ist ziemlich banal. Ab war schwerer. Und dann. Aber das ist ja noch gar nicht rausgegangen. Oder muss das da gar nicht raus? Stück für Stück. Achso. Zack. So. Und dann sind wir da schon mal sicher. Bei Gelegenheit machen wir diese Lappen noch ein bisschen länger. Aber es ist ja so, dass dieser Lappen hier jetzt unten ist. Ne? Der fehlte ja vorher gänzlich. Und dieser nochmal die Schläge nach oben aufbremst. Und dann, denke ich mal, sollten wir da safe sein. Ne? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Achso. Wir sind zu Ende. Wir sind der Ende. Wir sind am Ende. Aber nur für diesen Vlog. Nur für diesen Vlog. Der nächste fängt ja dann morgen schon gleich wieder an. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, bleibt gerne noch dran. Wir packen nämlich noch ein paar Pakete aus. Und dann bleibt uns gewogen, gebt dem Video ein bisschen Liebe. Und dann sehen wir uns zum neuen Video am Mittwoch wieder. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut. Tschüss. Tschüss. uns haben ein paar Pakete erreicht. Und genau, ihr seid nämlich ganz schön verrückt, aber das wissen wir ja. Und ja. Entschuldigung. Oh nein. Ja, fang mal mit dem. Nee, du kriegst. Nee. Erstmal aus Trotz, erstmal. Wir fangen mal mit dem. Hier, nein. Wir fangen mit dem hier an. Nimm die Nase weg. Hier. Den hier. Mit dem fangen wir an. Und? Was stellst du fest, Hund? Das muss es sein. Warum willst du denn das haben? Das ist ja praktisch. Das hier sind Schutz für Eckstecker. Das ist nichts für dich. Schutz für Eckstecker. Mega geil, ne? Das, warte, ich lese. Ah, hier ist Stoff, hier steht auch was drauf. Stecker, Buchse und Zweifach. Mega geil. So, nächste. Nee, du musst schon hier weitermachen. Weiter. Weiter machen. Zieh raus. Ja, genau, da sehr schön. Danke. Schlauchtüllen. Schlauchtüllen, richtig cool. Guck mal, jetzt machen wir mal was für dich. Chico, Chico. Hier steht und nämlich drauf. Drauf Reiser. Reiser. Sogar richtig geschrieben, Mucki. Hier. Bitte. Riecht auch gut. Lammstreifen. Oh, sie liebt Lamm. So, erzähl mal. Dann habe ich Goldbeeren. Meine Goldbeeren. I'm a Goldbeeren. Dann isst du uns oh, der von Teilen. Happy Cola. Dann gibt es Stecker und Buchse dreifach. Richtig cool. Und auch noch, also mega cool verpackt. Oh, hier. Ah, die könnten wir vielleicht sogar schon gleich verwenden. Richtig geil.
Achso, das gehört ja, ja dazu. Ja, sind so Kabelhalteschellen. Dann einmal das ganze Sortiment Pneumatik. Richtig geil. Winkelstücke, Zweifachverbinder, bla. Hier, wie heißt das? Versorgungsklotz. Richtig, richtig cool. Ach, du weißt genau, was es jetzt ist, wa? Dann haben wir noch Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauch. Dann war hier noch Schrauben und eine Riesenmutter. Richtig geil. Nochmal Schrumpfschlauch und nochmal das rundum sorglos Luftversorgungspaket. Was ist das ja für? Kalte Abende, Katharina und Axel. Mega geil. Jetzt habe ich das aber schon aufgemacht. Hier. Ja, aber die Flasche ja nicht. Hast du das schon fertig? Ich glaube, da kannst du auch nur kleine Schlücke von nehmen. Ich glaube, sonst gehst du ganz schnell. Sonst ist der Abend ganz schnell zu Ende. Wir probieren das gleich mal. Hallo Katharina, Axel und Reiser. Wie ich Axel in einer E-Mail schon geschrieben habe, bin ich aus Zufall auf eure Vlogs gestoßen, die ich seitdem täglich schaue. Bin bei 99. In den letzten von mir geschauten Folgen war Axel mit viel Kabel und Pneumatik am Machen und da dachte ich mir, ich habe da noch einiges liegen, was ich nicht mehr benötige. Also habe ich ein Paket gepackt. Es ist immer sehr interessant und informativ und da Axel auch meine Devise verfolgt, haben es besser als brauchen, kann eben das Paket zustande, habe dafür keine Verwendung mehr. Das Päckchen mit den einzelnen Schrauben und Muttern ist zur Info, falls ihr davon was brauchen könnt, lasst es mich wissen. Es ist noch was davon da. Aha. Und dann würde ich es euch zukommen lassen. Ja, mega. Am Ball noch was Süßes und Lecki für Reiser und die Flasche für kalte Abende ist selbst gemacht. Oh, super. Ich hoffe, ihr habt Freude mit den Sachen. Macht weiter so, ihr seid klasse. Danke, viele liebe Grüße. Peter aus Franken. Vielen, vielen Dank, Peter. Peter, absolut cool. Richtig, richtig cool. Sachen, die nicht mehr gebraucht werden können und die dann zu anderen gehen und da noch gebraucht werden können, das sind irgendwie die schönsten Sachen, muss man sagen. Ne? Richtig, richtig cool. Super lieb von dir. Schön, dass du schon bei 99 Folgen angekommen Wahnsinn. Bist. Hier, das ist nicht ganz Halbzeit, mein Junge. Also, ein bisschen hast du noch vor dir. Super cool. Vielen, vielen lieben Dank für dieses ganz, ganz tolle Paket. Ja, mega cool. Vielen Dank. Jetzt schmeiß ich das einmal rein. Mach mal einmal. Genau. Damit wir ein. Oh nein, die Cola ist runtergefallen. Aber das ist nicht so weit gefallen, die ist hier nur bis zum. Ah, so, hab ich. So. Taucht alles wieder auf. Dann haben wir das nächste Paket. Da, wo der Hund so die ganze Zeit ran wollte. Warum überhaupt? Ah. Sie wollte bestimmt sauber machen. Zu diesem Paket gehört noch dieses Paket. Ah, ein Doppelpaket. Ich würde sagen, wir sind da im richtig, richtig guten Bereich angekommen, was Handfeger angeht. Da unten sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 passt ja auch. Hallo ihr drei, hier eine kleine Aufmerksamkeit von Jan und Conny aus MacPom. Vielen, vielen Dank. Ihr zwei, vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, die beiden haben zu viel Livestream geguckt. Das Problem ist, wir müssen jetzt noch Fahrzeuge kaufen. Nein. Und mein Auto, glaube ich, hat auch keinen mehr, weil du den mit dem mal gemocht hast. Also. Richtig, richtig cool. Vielen lieben Dank. So können wir unsere Fahrzeuge auf jeden Fall ausreichend mit Handfeger ausstatten, weil ne, beim Maisfahren und Co. aufgefallen, oh, Mangel. Super, super lieb von euch beiden. Ein kalter Abend, total geil. Heute ist ein kalter Abend, habe ich dir schon gesagt? Oh, das ist gut. Moin ihr drei. Zurzeit machen wir Urlaub in Plön und haben die Gelegenheit genutzt, euch eine Kleinigkeit für euren Handvorrat vorbeizubringen. Wir möchten uns hiermit für die schönen und informativen Videos bedanken. Bislang haben wir keinen Lona-Vlog von euch verpasst. Macht weiter so. Liebe Grüße von Hilke und Katrin aus Südaale in Ostfriesland. Vielen, vielen Dank. Als ich das Paket heute gefunden habe, war ich ein bisschen traurig, weil ich einmal nur kurz im Stall war. Sonst war ich die ganze Zeit hier. Naja. Hm. Das nächste Mal. Vielleicht könnt ihr ja nochmal vorbeikommen. So kann es leider kommen. Auf jeden Fall ist da das. Das kann doch nicht sein. Das Paket ist doch erst 2 Stunden alt. Aber ich habe es aufgemacht. Na, vielleicht 3. Ich habe es aufgemacht. Da war. Ich liebe Hitchi. Ich liebe Hitchi. Das ist so beruhigend, so weißt du. So Nervennahrung und gleichzeitig. Und dann fallen die zwischendurch immer raus. Ich sehe das schon. Ja, die wollten gegessen werden. Guck mal, hier ist noch einer. Ja, ja, und noch einer. Ich sehe das schon. Guck mal. Ende kriegst du auch noch ein und dann ist aber auch Ende.
Oh Gott. Der Hund ist Alter, voll. Nee, du kriegst es nicht. Das stinkt wie Bulle. Gib ja Gott sei Dank. Nee, das ist Ende. Gib Gott sei Dank kein Großfernsehen. Was ich cool finde, hier. Oh. Die nehme ich gleich mit nach oben. Schrie, Schra, Schreiber. Richtig cool. Mhm. In verschiedenen Farben. Oh, hier ist noch einer. Ja, ist runtergefallen. Konnte passieren. Habe ich gemerkt. So, dann haben wir einmal. Oh, das ist richtig. Genau, gut. Dann haben wir einmal für den Kercher. Das ist quasi hier, wie heißt es so schön? Additiv. Wegen Dingsbums. Wie ist heißt das? Ist das Entfernter oder ist das Waschmittel? Ja, das ist damit, dass sich da quasi. Damit sich kein Kalk da oder nicht so viel Kalk ablagert in der Heizspirale. Der Kerchermann hatte zu Anfang, hatten die hier so Chips drin. Dann konntest du die Verpackung nur einmal verwenden. Mittlerweile sind sie davon weg. Richtig cool. Vielen lieben Dank dafür. Oh, auf den Fuß aufgesetzt. Und dann, was natürlich auch immer gerne kaputt geht und was in Metall richtig geil ist, eine schöne Anhängersteckdose. Und dann auch noch 1, 2, 3. Adapter. Richtig cool. Von ne, den verschiedenen Größen auf die verschiedenen Größen. Zoll auf Viertel und halb auf Dreiviertel und Co. Richtig, richtig cool. Ihr Lieben, super lieb, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank für das kleine Päckchen. Ja, total lieb. Super lieb. Super, super lieb. Vielen Dank. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Urlaub. Ne? Ja, hier ist aber schön, oder? Gefällt euch das hier? Also ich finde es hier schön. Ich wohne hier gerne. Ja. Dann haben wir noch ein Paket. Da lag nichts dabei. Es lag nichts dabei, aber es kommt im Grunde genommen direkt von da, was draufsteht. Ne? Es ist Huvedal, deine Bürste, würde ich mal so tippen. Sie möchte auch eine haben. Vier Stück. Vier Stück? Jetzt lass es doch. Ach so, zwei und zwei. Ja, der Hund hat sich schon eine genommen. Sie wollte auch eine haben. Ich merke das schon. Ne? Ja, sehr schön. Richtig cool. Jetzt müssen wir aufpassen, dass es nicht wie Warndreiecke eskaliert. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir nachher den Handfegervorrat Deutschlands hier haben. Oh. Und kein anderer hat die Chance, noch irgendwas sauber zu kehren. Ne? An den unbekannten Spender, die unbekannten Spender. Vielen, vielen lieben Dank für das tolle Paket. Ne? Und unter dem Paket hast du noch was gefunden? Mhm. Das ist ja unglaublich. Also wer es geschafft haben sollte, ne? Wer hat was geschafft? Bis hierhin zu gucken hat jemand. Ne? Also wer weiß mehr wie andere. Wer es geschafft haben sollte, bis hierhin zu gucken, der weiß. OHAS 7900. Mhm. Grüne Nummer. Auf roten Anhänger. Auf roten Anhänger Big Buddy 97. Zugelassen in Monat Nummer 9 mit TÜV in Schleswig-Holstein. Habe ich mal so eben schnell abgeholt. Die Mull ist angemeldet. Ne? Nicht, dass wir die Informationen hier verstreichen lassen. Irgendwie zwischendurch kommen auch immer mal die Fragen, oh, ist der und der Trecker verkaufen? Und der... Leute, das ist alles immer exklusiv hier. Die Mulde ist zugelassen, das erzählen wir. Die Mulde wird abgemeldet, das erzählen wir. So, Aber wir können sie erst erzählen, wenn wir es gemacht haben. Ne? Und ein Trecker ist verkauft, wenn wir sagen, dass er verkauft ist und nicht, wenn er einfach mal fünfmal nicht zu sehen ist. Ne? Also, wer es geschafft hat, das Video bis hier zu gucken, der weiß mehr als manche andere, weil wir wissen, statistisch gesehen, landen nicht alle hier hinten, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber wir wissen auf jeden Fall, die Mulde ist zugelassen und die, die es hier quasi jetzt bis zum Schluss gesehen haben, die wissen auch, die Mulde ist zugelassen. Und welches Kennzeichen? Und welches Kennzeichen. Aber das hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwann gezeigt, grob bummelig. Ne? Richtig cool, hat super geklappt. Bei so einem Zulassungsservice bei uns hier. Also super cool. Ne? Ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Pakete. Ja, das Wahnsinn. War schon wieder Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Und ja, da weiß man immer nicht so richtig, was man sagen soll. Wir sagen einfach Dankeschön und dann hoffen wir, die Videos gefallen euch. Und dann... Wir machen auf jeden Fall noch mehr. Machen wir. Das nächste Video starten wir dann quasi morgen. Ja, du auch. Und dann sehen wir uns zu diesem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.